Unter dem Motto, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, rief Sportminister Magister Hans-Peter Doskozil die tägliche Turnstunde aus. Und sein Heimatland Burgenland ist nun in dieser erfreulichen Bewegungstherapie für Schüler in einer österreichweiten Vorreiterrolle. Derzeit haben bereits 80% der heimischen Schulen diese tägliche Turnstunde eingeführt. Geleitet werden diese Stunden von ausgebildeten Sportcoaches der drei Dachverbände ASKÖ, Union und ASFÖ. Ja, sehr geehrter Herr Minister, Herr Präsident, Frau Direktorin, lieber Bewegungscoach, wir haben ja soeben eine Bewegungsstunde besucht. Zunächst freue ich mich, dass unser Burgenlandminister, Magister Hans-Peter Doskozil, heute einen Burgenlandtag macht. Er macht eh sehr viele, aber dass wir ihn gemeinsam machen können, das freut mich. Wir haben vorhin die Heerestruppenschule besucht, eine wichtige Einrichtung im Burgenland. Das Bundesheer hat große Investitionen im Land getätigt. Und unser Burgenlandminister hat nicht nur beim österreichischen Bundesheer wichtige Impulse gesetzt und eine Trendwende auch eingeleitet, sondern er hat auch wichtige Impulse im Sport gesetzt und wird auch das weiter tun. Und einer der wirklich großen und wichtigen Impulse ist die tägliche Turnstunde. Sie haben wahrscheinlich schon jahrelang mitverfolgt, dass über die tägliche Turnstunde diskutiert wurde, dass es natürlich unumstritten ist, dass es für Kinder und Jugendliche wichtig ist, sie zu bewegen oder sich zu bewegen, weil diese tägliche Turnstunde dazu beiträgt, dass einerseits auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht wird, nämlich für Sport zu motivieren, auch bei ihren Vereinen, auch in der Freizeit. Zweitens ein wesentlicher Beitrag für die Gesundheit auch ist, denn Kinder, die sich bewegen, sind, oder Menschen und Kinder, die sich bewegen, sind ganz einfach gesünder. Es ist eine sehr wichtige präventive Maßnahme und deswegen unterstützen wir natürlich von Seiten des Landes und auch die Stadtgemeinde Mattersburg diese tägliche Turnstunde. Es ist in der Vergangenheit immer wieder an den finanziellen Mitteln gescheitert und da bin ich sehr froh, dass der Sportminister hier wesentliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Ich bin sehr froh, dass unsere Dachverbände ASKÖ, ASVÖ, Union mit dabei sind und Bewegungscoach zur Verfügung stellen. Ich bin auch der Überzeugung, dass diese Bewegungscoach qualitativ sehr gute Bewegungseinheiten auch organisieren und umsetzen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Qualität dieser Bewegungsstunde eine sehr gute ist, weil ganz einfach Qualität im Bildungswesen eine der wesentlichsten und wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg sind. Ich kann auch den jungen Kollegen nur gratulieren. Wir haben ja kurz zugesehen, Sie haben das auch gesehen, mit viel Engagement und mit großem Einsatz und auch Freude der Kinder. Auch das spürt man, die bei dieser Bewegungseinheit mit dabei sind, dass das in dieser Form gemacht wird. Und der junge Kollege, der ist ja auch ausgebildeter Sportlehrer, der sein Studium abgeschlossen hat und eben als Bewegungscoach und Sportlehrer hier auch aktiv ist. Also wir schauen, dass die Qualität auch natürlich eine sehr, sehr gute ist. Wir im Burgenland, und das ist mir auch wichtig zu sagen, haben durch die große Unterstützung des Sportministers, Unterrichtsministeriums, hier wieder ein Pilotprojekt auf die Beine gestellt. Wir haben den Anspruch im Land, dass wir im Bildungsbereich die Besten in Österreich sind. Und die tägliche Turnstunde ist hier ein wichtiger, kleiner Meilenstein, dass das auch der Fall ist. Wenn ich sage, wir wollen die Besten im Bildungsbereich sein, warum sage ich das? Weil wir die höchste Kinderbetreuungsquote der 3- bis 5-Jährigen aller österreichischen Bundesländer haben, weil wir die höchste Maturantenquote aller österreichischen Bundesländer haben, weil wir bei den Studentinnen und Studenten auch im Spitzenfeld Österreichs liegen und vor kurzem den 6.000. Fachhochschulabsolventen auch verabschieden konnten. Also insofern alle Parameter, oder wenn man sich die BIFI-Tests anschaut, da liegen wir auch an erster Stelle bei den 10-Jährigen sinnerfassendes Lesen, Verfassen von Texten. Also das spricht fürs burgenländische Bildungssystem und das für
uns Sport einen wichtigen Stellenwert hat, haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, weil wir mit Urfit ein Projekt schon seit Jahren laufen haben, wo viele 1500 Volksschulkinder eine zusätzliche wöchentliche Bewegungseinheit auch bekommen, wo wir auch von Seiten des Landes einen entsprechenden Beitrag leisten. Abschließend, 80% der burgenländischen Volksschulen nehmen daran teil. Das ist für mich ein Musterbeispiel für Schulautonomie, nämlich Eltern, Schüler, Lehrer können diese Schwerpunkte festlegen. Und ich unterstütze natürlich auch die Schulautonomie, was selbst über 22 Jahre in verschiedenen Funktionen im Schulbereich tätig, was mir große Freude und Spaß gemacht hat. Unter anderem, wenn ich den Turnsaal betrete, habe ich Deutsch unterrichtet, ich habe Geografie unterrichtet und auch Sport unterrichtet. Und das ist schon ein schönes, nostalgisches Gefühl, wenn man einen jungen Kollegen mit den Kindern sieht, mit wie viel Engagement er das macht und mit welcher Begeisterung die Kinder das machen. Es wird auch in nächster Zeit diese zusätzliche Hilfsmittel geben. Auch hier wird ein Weg gesucht, dass man eben als Pilotprojekt versucht, jene Systeme einzuführen, die auch verwendet werden können, auf breiter Basis verwendet werden können, nämlich eine Bewegungs-App, wo auch Kinder immer wieder schauen können, wie viel Bewegung mache ich, was habe ich in einer Woche getan, was mache ich in einem Monat, wie kann ich, welche Auswirkungen hat das. Also insofern, da kommt in nächster Zeit noch einiges dazu mit der Bewegungs-App, wo man über das Handy diese Bewegungs-App auch entsprechend installieren kann, die Feststellung der individuellen Leistungsfähigkeit, die Erstellung eines individuellen Trainingsplanes und Bewegungsmonitoring, all das soll natürlich auch möglich sein. Und dass dieses Projekt wissenschaftlich begleitet wird, ist mir auch wichtig, damit man auch objektiv sieht, was bringt es, wo gibt es vielleicht Verbesserungsbedarf, denn wenn man Pilotprojekt ist, heißt vielleicht in den einen oder anderen Bereich noch Änderungen durchzuführen, bevor es auf ganz Österreich übertragen wird. Herr Minister, danke dir für diese Initiative. Du hast da sicher für immer im Burgenland für tausende Schüler österreichweit, wahrscheinlich für hunderttausende Schüler, wenn das weiter umgesetzt wird, eine wirklich wichtige, einen wichtigen Impuls gesetzt. Das trägt zur Gesundheit, zur Prävention und auch zur Freude und Spaß der Schülerinnen und Schüler bei. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Präsident, Frau Direktorin, lieber Herr Bewegungscoach, zunächst einmal herzlichen Dank, dass wir heute Gast in dieser Schule sein dürfen, dass wir uns überzeugen konnten, auch vor Ort bei den Kindern, wie dieses Projekt angenommen wird. Und mein besonderer Dank, ich glaube, das muss man auch sagen an dieser Stelle, gilt einerseits dem Herrn Landeshauptmann, dem Land Burgenland und natürlich auch dem Landesschulratspräsidenten, weil es nicht selbstverständlich ist, wenn man zwar eine gute Idee hat, wenn man sagt, okay, wir wollen die tägliche Bewegungsstunde und Turnstunde umsetzen, aber die Frage ist schon, wie funktioniert es dann und mit welchen Partnern kann man das relativ rasch umsetzen, und das ist wirklich gelungen, diese Idee beginnend dieses Jahr mit Februar, März zu entwickeln und so weit zu organisieren und so weit auch zu verfeinern, dass wir in diesem Schuljahr beginnen konnten. Und es war uns wichtig, und das war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt dieser täglichen Bewegungseinheit, dass wir hier die Schulautonomie in den Vordergrund stellen, dass wir dieses Projekt zur Verfügung stellen und dass wir es der jeweiligen Schule überlassen, ob es angenommen wird oder nicht. Ich glaube, im Burgenland für diese erste Phase, für dieses erste Jahr, wenn ca. 80% der Schulen diese tägliche Bewegungseinheit angenommen haben, zeigt es, dass es von Erfolg getragen ist. Auch die Resonanzen, die wir hören, sei es jetzt von Eltern, sei es von Schulen, sei es auch von Kindern, sind sehr, sehr positiv, weil ich glaube, dass die Grundidee eine wichtige ist. Die Grundidee eine wichtige ist für die Kinder, für die Schulen, dass sie täglich bewegt werden. Wir kennen die Tendenzen mehr hin zum Computer, zur Individualisierung und nicht dieses gemeinschaftliche Sporteln, wie es vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Wir sehen es auch in den Zahlen, wenn es bei uns im Bereich des österreichischen Bundesheeres um die Stellungspflichtigen geht, wie viele eigentlich untauglich sind in einem sehr frühen jugendlichen Alter.
Ich glaube, das sind wichtige Parameter, dass man gesamtheitlich sagt, die Kinder müssen sich mehr bewegen, sollen sich mehr bewegen. Das trägt nicht nur zur persönlichen Gesundheit bei, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, wenn es in einer Schule um Wissenstransfer und Wissensaufnahme geht, zum einen. Zum anderen ist diese tägliche Bewegungseinheit für uns in unserer Gesamtkonzeption des österreichischen Sports auch ganz wichtig. Wir diskutieren ja jetzt sehr intensiv über neue Sportstrukturen, über neue Förderschienen. Da wird der Fokus natürlich sehr stark darauf gelegt, wie machen wir Förderungen im Bereich des Spitzensportes, wie stellen wir sicher, dass das Geld, das im Spitzensport verwendet wird, bei den einzelnen Sportlern ankommt. Aber Spitzensportler entstehen nicht von heute auf morgen. Das muss ein Gesamtkonzept sein. Spitzensportler gehen auch in die Volksschule, gehen auch in den Kindergarten, bewegen sich sehr früh und die Talente für Spitzensportler werden sehr früh entwickelt. Und daher ist dieses Projekt, das den Volksschulbereich abdeckt, das die Mittelschule abdeckt, die Unterstufe abdeckt, ein ganz ein wesentliches Projekt, das anschließt dann in weiterer Folge an die Leistungszentren, die in der Regel ab 15, 16 Jahren besucht werden können. Da gibt es 14 Leistungszentren in Österreich. Darüber hinaus anschließt in weiterer Folge der Heeressport. Auch den werden wir anders gestalten, werden die Plätze ausweiten, um hier eine breitere Basis auch die Möglichkeit geben zu können, wirklich fokussiert auf eine sportliche Entwicklung, Spitzensportentwicklung hier den Heeressport auch annehmen zu können, um ihnen eine Plattform, eine Basis zu geben. Wichtig war es auch in diesem Projekt tägliche Turnstunde, dass wir die Verbindung zum Sport herstellen, dass wir nicht nur isoliert das in einer Schule stattfinden lassen, sondern dass wir auch die Verbindung zum Sport herstellen. Und daher sind die wichtigen und wesentlichen Träger dieses Projekt ist die Dachverbände. Ich bin der Meinung, dass die Dachverbände, wenn es um die Organisation des Breitensportes in den verschiedensten Bereichen geht, hier in Zukunft eine gewichtige Rolle einnehmen können, die Trainer zur Verfügung zu stellen, hier auch zu sehen, wo entwickeln sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt welche Talente, die Verbindungen auch zu den Sportvereinen herzustellen. Es soll nicht nur mit der täglichen Turnstunde Bewegungseinheit abgetan sein, es soll auch die Brücke zu den Vereinen geschlagen werden, damit hier die Bewegung und der Sport intensiviert werden kann. Und ich glaube, das ist und soll in Zukunft auch eine wesentliche Rolle für die Dachverbände sein. Was wichtig ist, und wir haben es schon gehört, und unser Ziel ist es, dass wir diese tägliche Bewegungseinheit wirklich institutionalisieren und auf ganz Österreich ausrollen. Es war von Anfang an so gedacht, dieses Projekt, dass wir das jetzt mit einem Pilotversuch im Burgenland starten, dass aber klares Ziel ist, dass das über ganz Österreich ausgerollt wird, und es gibt bereits einen einstimmigen Beschluss der Landessportreferenten, der vor einigen Wochen gefasst wurde. Also jedes Bundesland bekennt sich mittlerweile dazu, ab nächsten Schuljahr diese tägliche Bewegungseinheit zu implementieren. Das wird die Herausforderung sein. Wir werden, und das wurde gesagt, dieses Projekt im Burgenland wird wissenschaftlich begleitet. Wir müssen uns schauen, wo gibt es Handlungsbedarf, wo sind Adaptierungsfelder. Das ist so in einem Projekt, wenn man beginnt, wenn man das auch sehr kurzfristig umsetzt. Ich glaube, diese Größe muss man auch haben, um Veränderungen in den einen oder anderen Bereichen noch zuzulassen. Aber die Grundidee wird ganz vehement weiterverfolgt, weil wir von dieser Idee wirklich überzeugt sind, weil auch die Länder von dieser Idee überzeugt sind. Und ich gehe davon aus, dass wir ab nächsten Jahr dieses Thema und dieses Projekt in jedem Bundesland haben werden. Ich möchte auch ein Wort über die Finanzierung verlieren. Auch hier ein Dank an das Unterrichtsministerium. Die Finanzierung ist geteilt. Geteilt einerseits über eine 15a-Vereinbarung, die zwischen Unterrichtsministerium und den Ländern existiert, und auf der anderen Seite durch das Sportministerium. Ich sage aber auch ganz offen, die Finanzierung ist für eine österreichweite tägliche Turnstunde bis 2019 sichergestellt. Das können wir seitens des Sportministeriums, seitens des Unterrichtsministeriums sicherstellen. Danach, und Sie wissen es alle, es gibt in der Zwischenzeit Wahlen, danach wird es ein ganz wesentlicher Punkt für mich sein, dieses Thema tägliche Turnstunde in nächste Regierungsverhandlungen zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, dass das institutionalisiert und fixer Bestandteil in unserer Bildungs- und Sportlandschaft sein soll und sein muss. Dankeschön. Ja. Ich möchte die tägliche Turnstunde aus pädagogischer Sicht auch betrachten. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Land Burgenland und beim Sportressort dafür, dass es uns möglich gemacht wurde, dieses Projekt umzusetzen.
Wir haben es in fast 80% der burgischen Pflichtschulen umgesetzt. Das ist eine Menge, das ist fast flächendeckend. Und daher ist es für uns wichtig, es auch wissenschaftlich zu begleiten, zu schauen, wie wird das im Unterricht eingesetzt, was bewirkt es bei den Schülerinnen und Schülern. Das macht in diesem Fall die Pädagogische Hochschule Burgenland mit einem Team, die das wissenschaftlich auch begleitet. Es ist natürlich eine Öffnung nach außen, es ist etwas ganz Neues für unser Schulwesen, eine so große Öffnung zu den Vereinen, zu den Verbänden im Bereich des Sports hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Man muss ja bedenken, dass insgesamt 37 Coaches bei uns in den Schulen unterrichten, die täglich ihre Bewegungseinheit mit den Schülerinnen und Schülern machen. Das erfordert natürlich Fort- und Weiterbildung auch von Seiten der pädagogischen Hochschule, damit hier alle auch ein hohes Level an Didaktik in den Unterricht einbringen. Und daher ist es für uns wichtig, dass das auch erfolgreich umgesetzt wird, dass wir auf die Qualität schauen, die in den Schulen passiert. Es sind junge, ambitionierte Sportlerinnen, Sportler, Spitzensportlerinnen, Spitzensportler, die dieses Konzept bei uns in den Schulen umsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her, und ich komme ja viel in die Schulen herum, ist es so, dass es auch eine Aufbruchstimmung in den Schulen erzeugt, weil hier junge, ambitionierte Menschen auch, sage ich einmal, auch ein neues Denken, ambitioniertes Denken ins Schulwesen bringen, das den sportlichen Bereich auch dementsprechend fördert. Das System wird bei uns gut umgesetzt. Auch was man von den Eltern hört und von den Elternverbänden, ist es sehr positiv besetzt. Es gibt keine negativen Rückmeldungen zu dem, was wir hier tun. Das heißt, es gibt nur Positives zu berichten. Wir freuen uns darauf, das in den nächsten Jahren auch weiter umsetzen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, es auch mit all den Systemen, die wir dazuschalten im technischen Bereich, es weiter umsetzen zu dürfen. Sie wissen, es gibt drei Schwerpunkte im Landesschulrat für Burgenland. Ein Schwerpunkt ist Lesen. Da haben wir unsere Erfolge, die haben wir auch schon hergezeigt, indem wir hier Erster geworden sind. Ein Schwerpunkt ist Innovation. Hier sind wir in Österreich in allen technischen Umsetzungen sicher die Nummer 1 von allen Bundesländern. Und hier im Bereich des Sports haben wir als dritten Schwerpunkt auch etwas gesetzt, was kein anderes Bundesland bis jetzt noch gemacht hat. Und daraus folgend jetzt aus dieser täglichen Bewegungseinheit folgt natürlich Gesundheitserziehung und gesunde Ernährung. Das passt zusammen, das ist ein Thema. Wir werden auch dort etwas tun. Also ein stimmiges Produkt, das hier angeboten wird den Schülerinnen und Schülern und den Eltern. Und wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich für die Initiative und freuen uns darauf, es weiterhin auch umsetzen zu dürfen. Danke. Auch ich kann mich als Schulleiterin der neuen Mittelschule Mattersburg nur herzlich mit diesem Dank anschließen. Als wir von dem Projekt gehört haben, waren wir sofort davon überzeugt, das ist genau das Projekt, das für uns, für unsere Schule, für alle Klassen passt. Denn wir haben uns schon seit einigen Jahren bemüht, auch in Kooperation mit dem Sportverein, in der ganztägigen Schulform die tägliche Bewegungseinheit umzusetzen. Da geht es ja einfacher mit dem Freizeitbereich. Jetzt gab es die Gelegenheit, hier für alle Klassen diese Bewegungseinheit umzusetzen. Wir nützten hier auch die Schulautonomie, die hier möglich war. Wir haben ja eine andere Stundentaktung an unserer Schule. Wir hatten so eine Tageseingangsphase. Wir haben uns gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrern entschieden, diese Tageseingangsphase in die Mitte des Tages auch zu schieben. Auf der einen Seite haben wir dann Kooperation mit dem ASKÖ, unserem Bewegungscoach an der Schule, pro Klasse eine Stunde. Und auf der anderen Seite bemühen sich die Lehrer und Lehrerinnen an diesen Tagen noch zusätzlich für Bewegungs- und Koordinationsübungen zu sorgen, um auch hier einen aktiven Geist in einem aktiven Körper zu fördern. Das war die eine Sicht, warum wir uns entschieden haben, hier bei diesem Projekt mitzumachen. Auf der anderen Seite war es für uns sehr interessant auch zu sehen, ich bestätige diese Freude, die die Schüler und Schülerinnen mit sich bringen. Ich habe mit den Kindern gesprochen, auch im Schülerparlament. Die haben sich freiwillig dafür entschieden, dass sie eine Stunde länger in der Woche in der Schule sind. Ja, das wollen wir. Da hat es Fragen gegeben, wie wird das sein und kann das sein, dass wir auch Nachmittag haben? Sage ich, ja, das wird im Stundenplan eingebaut und es kann sein, dass wir am Vormittag oder am Nachmittag diese Bewegung sein. Sie haben sich alle dafür ausgesprochen, auch die Eltern. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr gute Startbedingungen, dieses Projekt zu beginnen. Auch jetzt während der drei Monate der Umsetzung, am Anfang, bis alles ins Laufen kam, aber es war alles im Stundenplan integriert. Und die Schüler und die Schülerinnen besuchen diese Stunden sehr gerne.
kaum, dass jemand einmal nicht mitturnen möchte. Auch das Koedukative wirkt sehr, auch wir sehen hier sehr, sehr erfreut zu, wie sich diese Bewegungseinheit hier an der Schule entwickelt. Auch der Kollege Bachhofer, der hier an unserer Schule in allen 19 Klassen diese Bewegungseinheiten hält, ist im Stundenplan integriert, er kennt sich hier aus, er geht strahlend durch die Schule, also auch hier kann ich nur sehr, sehr Positives davon berichten. Vielen, vielen Dank noch einmal, dass wir daran teilnehmen können, dass wir auch diese Ressourcen bekommen. Du bist der einzige Praktiker. Also mein Name ist Patrick Bachhofer, ich bin Bewegungscoach, angestellt beim ASK Burgenland. Bin seit Schulbeginn, seit 5. September in der NMS Mattersburg als Bewegungscoach tätig. Habe hier 19 Klassen, jede Klasse eine Stunde in der Woche und kann eigentlich nur Positives berichten, da die Schüler ausnahmslos eigentlich immer sehr, sehr gerne in meiner Stunde teilnehmen. Sie sind motiviert, sie machen aktiv mit. Sehr, sehr selten, dass wirklich ein Schüler keine Lust oder Laune hat, wie es zu Hause oder sonst irgendwo ist, dass es nicht sehr einfach ist, immer in der Schule zu sein. Und das ist aber auch dadurch gegeben, diese Freude, dass man hier ein sehr, sehr großes Angebot hat. Wenn man sich umschaut in der Schule, es gibt einen Rasenplatz, es gibt einen Hartplatz, es gibt einen Funcourt, riesengroße Turnhalle, die man in quasi dreifach teilen kann. Es ist eigentlich alles, was ein Turnlehrer haben möchte, ist in dieser Schule vorhanden. Und somit macht es auch für uns Turnlehrer oder Bewegungscoaches irrsinnigen Spaß, da mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.